Das macht einen Spaß, mit den beiden Broms hier so drüber zu fahren über das Meer. Also, wunderschön. Die Rafe Renner fährt vor uns. Und wir werden unser Ziel Naarden in knapp dreiviertel Stunde erreichen. Wir fahren jetzt in Naarden ein. Peter hält sich noch etwas zurück. Wunderschön, sehr, sehr schön. Hübsche Häuser, wenn man hier reinfährt nach Naarden. Naarden ist ein sehr, sehr hübsches kleiner Yachthafen. Klein ist übertrieben, der ist groß. Und jetzt muss ich meinem Captain beim Anlegen helfen. Und hier ist das Hafenkontor, wo mein Mann gerade an unsere Maxi 2 anmeldet. Das ist eine wunderschöne große Hafenanlage mit einem Kran, falls man das Boot mal rausnehmen muss. Hier ist das Schwimmbad von Naarden. Sehr schön. Aus der Perspektive einer anderen Seite das Schwimmbad nochmal. Ich glaube, im Sommer ist hier richtig was los. Da kann man super mit den Kindern Spaß haben. Hier an der Kante ist jede Menge Rasen. Hier kann man grillen und zelten. Hier kann man sogar im Bauwagen übernachten. Für die ganz Bequemen gibt es hier auch ein Bootshaus. Da kann man sein Boot unterstellen und muss das gar nicht mit einer Persenning abdecken, um das vor Regen zu schützen. Auch gibt es hier ein schönes Restaurant, das sehr leckere Speisen bietet. Allerdings sollte man das hier doch vorbestellen, den Tisch, denn abends kann es gut passieren, dass man keinen Tisch mehr bekommt. Wenn man dann vom Restaurant weitergeht, kommt man zum Supermarkt, zu einem Wassersportladen, zu einer Imbissbude und ganz am Ende ist dann das Hafenkontor mit Kran. Dort gibt es auch eine Tankstelle. Also Naarden hat alles das, was das Bootsfahrerherz benötigt. Das ist wirklich zu empfehlen hier. Man liegt mitten im Hafen und trotzdem im Grünen. Und man kann hier wunderbar grillen und draußen sitzen mit den Stühlen und hat trotzdem alle Annehmlichkeiten hier, die der Hafen zu bieten hat. Thank you.
In Naarden ist jetzt Abend. Und das Wetter hat sich beruhigt. Wie ihr seht, da hinten ist der Himmel wieder schon schön blau. Und morgen gibt es keinen Regen mehr und wir können durchziehen. Es gibt lecker Gegrilltes. Die Jugend hat sich hier auch ein tolles Zeltlager gemacht, genau vor unserem Boot. Sehr nette junge Männer. Mit ihrem Sportboot sind sie gerade eingeflogen. Ja, kann ja nur ein schöner Abend werden. Ich sage mal wieder Grüße von Boda on Tour. Ja, es ist Montagmorgen, 20 vor 10. Wir verlassen Naarden bei Sonnenschein. Eben hat es kurz mal geregnet. Und wir haben hier wunderbar an der grünen Kante gelegen. Und alles war sehr schön. Bis auf abends wurde es doch recht kühl. Unser Ziel für heute ist, wir fahren über das Markermeer, gehen in Amsterdam durch die Schleuse und biegen dann in den Amsterdam-Rhein-Kanal ein. Von dort aus werden wir dann durch die Schleuse in den Rhein gehen und suchen uns dort einen Hafen zum Übernachten, um dann eventuell am nächsten Tag in Rotterdam zu sein. In Naarden war es sehr, sehr schön und es hat es gut gefallen. Und wir werden auf jeden Fall wiederkommen. Hier lässt es sich leben. An der Einfahrt von Naarden und Ausfahrt wunderschöne Häuser.